gut, Mr. Eintracht hier. Weiter geht's mit dem Jahresrückblick. Und nach dem so lala Saisonstart, obwohl Magdeburg ja entspannt war, die Bayern aber boom, dachte man sich, oh, wir haben gegen die Bayern 1-6 verloren, wie sollen wir dann gegen Real Madrid spielen? Ja, hat man ja Social Media mäßig viel, viel gelesen. Für mich war es aber irgendwie klar, okay, das gegen Real Madrid ist ein komplett anderes Spiel. Wir werden nicht nochmal so auftreten. Wann sind wir das letzte Mal bitte zweimal so richtig, richtig scheiße aufgetreten? Kann ich mich nicht erinnern. Oder lange, lange her. Ich meine, kann mal passieren. Aber dass wir es zweimal auf die Fresse bekommen, ist eher selten der Fall. Bin ich auch sehr froh drum. Fakt ist, es stand der Supercup gegen Real Madrid an. Und dementsprechend hieß es, ja, es ist eine lange Fahrt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird aber einiges günstiger als das andere Finale, sage ich jetzt mal, in Sevilla einige Monate davor. Das war schon klar. Denn ich habe sehr, sehr früh gebucht. Eigentlich kurz, glaube ich, nach dem Sieg habe ich direkt gebucht gehabt. Aber mir auch direkt nach Alternativen geschaut. Denn Helsinki an sich war schweineteuer. Auch schon ganz, ganz, ganz früh. Und daher habe ich gedacht, Tallinn etc. Und ich muss sagen, ich habe meinen Urlaub sogar noch verlängert. Doch das wurde erst später bekannt. Aber nochmal zur Sache. Je früher man bucht, desto günstiger wird es in der Regel. Es sei denn, ihr macht wirklich super Last Minute oder hier, guckt mal morgen Hotel, so schnell buchen, dann könnt ihr auch noch Schnapper bekommen. Aber geht das Risiko nicht ein. Ist immer ein bisschen tricky. Gerade wenn es kalt ist, ist das richtig doof. Und da Tallinn und Helsinki ja so am Wasser liegen, an der Küste liegen, kann es wiederum wirklich, wirklich sehr, 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 sehr kalt werden. Zumindest nachts. Aber ich hatte zum Glück ein Hotel. Fakt ist aber, nämlich einen Direktflug oder über Umwegen einen Flug, das war alles Fragen. Denn, ja, investierst du vielleicht 6 Stunden mehr, bezahlst dann nur die Hälfte und sparst 100 Euro oder so, dann will ich natürlich vielleicht einen kleinen Umweg fliegen. Und du entdeckst doch irgendwie andere Orte. Hat was. Und dementsprechend war mir klar, recherchieren, gucken, was am günstigsten ist und dann einfach buchen. Und da gab es ja viele, viele Möglichkeiten und ich wusste halt auch, dass Tallinn direkt um die Ecke liegt, denn Tallinn, da haben wir schon gespielt, da habe ich sogar ein Schal, ich habe sogar ein Foto gemacht auf Social Media, werde ich hier bestimmt nicht einblenden. Oh mein Gott, ich habe dran gedacht, dafür müsst ihr jetzt ein Like da lassen, lass schnell ein Like da. Na, Spaß beiseite, ich habe einen Cut gemacht, vielleicht weiß ich es dann doch. Mal schauen, ob ich es mache, aber Fakt ist einfach, es war so schön, was ich mir dann alles festgemacht habe. Für mich war klar, Tallinn ist günstig von diversen Flughäfen. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist die Fähre rüber teuer. Aber die Fähre war nicht teuer. Die hat ungefähr 20 Euro gekostet. Dann dachte ich mir, geil. Also ein Drittel davon bezahlen, in Tallinn buchen, mit der Fähre rüber. Und das war's. Klar war es doof. Okay, wie komme ich in der Nacht rüber, weil da fährt keiner, wenn das Spiel zu Ende ist. Da habe ich gedacht, okay, mache ich mir dann noch Gedanken drüber, habe ja noch genügend Zeit. Aber ansonsten war für mich klar Tallinn. Da habe ich so geguckt, was gibt es für Hotels. Dann gab es da so Kapselhotels. Mega geil. Hast deine eigene Kapsel, sage ich jetzt mal, und gehst da rein, kannst sie zumachen von innen, kannst dein Zeug reinmachen, also dein Zeug ist komplett sicher vor anderen Leuten. Das ist einfach geil. Und da ich auch wusste, wie jeder von Tallinn geschwärmt hat, jeder, der da war bei dem Auswärtsspiel, wusste ich, mega. Und übrigens, Heimspiel Tallinn war auch mega geil. Die haben ja sowas noch nie erlebt, vor 40.000, 50.000 Zuschauer zu spielen. Die haben es so gefeiert, die Spieler von Tallinn. Die haben sogar dann ihre Trikots in unsere Kurve geworfen. War schon eine geile Aktion. Wie gesagt, Ende des Liedes war über Nürnberg dahin, da ich kostenlos mit der Deutschen Bahn fahren kann, deutschlandweit, mit Nürnberg dahin. Übrigens war in der Zeit noch 9-Euro-Ticket, also für viele auch noch gut gewesen. Und zurück über Berlin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schau mal, gegen wen
Hertha oder Union in dem Wochenende spielt, vielleicht nehme ich das so mit, ne? Der Plan war ja erst seit kurzem draußen, wo ich das gebucht hatte. Dann gucke ich so, Hertha spielt. Ja, also okay, cool. Gegen meine Eintracht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt noch verlängern buchen. Und da war die Überlegung, ob ich Samstag dann mit irgendeinem Bus zurückfahre oder dann doch noch da vor Ort bleibe und Sonntag zurückfahre. Das habe ich dann vor Ort, habe ich gesagt, entscheide ich spontan. Habe ich dann gemacht, ey, wo ich gesagt, früher konnte ich dir Spieltag 1 bis 34 wirklich auswendig sagen oder Tabelle 1 bis 36, also zweite Liga mit der Stecktabelle, ich konnte alles auswendig. Aber heutzutage hat man viel, viele andere Dinge im Kopf. Früher als Kind hatte man da noch mehr den freien Kopf gehabt. Also war klar, das Spiel nehme ich natürlich mit. Ne? Wird aber nicht in diesem Video vorkommen, weil ihr merkt jetzt schon, Tallinn nimmt viel zu viel auf. Wahrscheinlich werde ich sogar Tallinn in zwei Teile machen. Je nachdem, Tallinn-Helsinki ist schon einiges. Obwohl, mal gucken. Ihr werdet es sehen. Ich versuche das doch in ein Video zu packen. Das ist halt ein XL-Video. Fakt ist, das sage ich immer gerne am Anfang des des Satzes, ne? Naja, ist halt so. Es war dann alles gebucht. Tallinn, Flüge waren gebucht. Von Nürnberg, wie gesagt, nach Tallinn. Von Tallinn nach Berlin. Berlin-Hotels waren gebucht. Tallinn-Hotels waren gebucht. Nur das Problem war halt, wo bin ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag. Natürlich nicht. In der Nacht vom Spieltag auf den nächsten Morgen. Ja, ich bin in der ersten Fähre gefahren und habe mir dann entschieden, okay, entweder hole ich mir wirklich ein Hotel oder übernachte irgendwo oder penne irgendwo, wird schon irgendwo klappen. Ja, habe ich dann dafür entschieden. Hat dann geklappt. Ich musste ja, ich hatte eh nichts dabei, keine Koffer oder so, denn für 3 Tage hat mir alles gereicht in meinen größten Rucksack. Ich hatte noch eine Tragetasche dabei, hat alles reingepasst. Also ich hatte ja einen Pulli dabei, 3 Boxer, 3 Shirts etc., mein Trikot, ein Schal und ein bisschen Essen und Trinken, weil ich dann immer aufgefüllt habe dann während des Aufenthalts. Von daher hat das gepasst. Außerdem hätte der Koffer nochmal mehr Geld gekostet. Ich habe gesagt, nö. Zum Glück war es ja Sommer. Da hast du nur einen Pulli gebraucht. Ich habe einen Pulli gehabt und noch so eine Sweatshirtjacke zum Hoch runterziehen. Dementsprechend hatte ich noch eine weitere Möglichkeit, mich warm anzuziehen. Das ist eine Alternative, falls ich mich einsaue. Und so war es dann. Also nicht, dass ich mich eingesaut habe, sondern dass der Tag dann irgendwann gekommen ist. Ich habe mich am Tag vorher schön vorbereitet, mir schön Brezeln gebacken, damit ich schön auf dem Weg auch schön was zu knabbern habe. Weil ich wusste, ich muss viel umsteigen, habe nur kurzen Aufenthalt und dann will ich mir nicht zum Bäcker holen, weil man kennt ja die Deutsche Bahn. Und habe viel Trinken dabei gehabt, ich glaube 3 Liter, weil ich wusste, ja, 6 Stunden, 7 Stunden Fahrt, je nachdem, Aufenthalt, bis der Flug ist, dann trinke ich lieber viel. Und ja, klar, vor Ort muss ich natürlich abgeben am Flughafen, aber das macht ja nichts aus. Auf jeden Fall Richtung Nürnberg gefahren und vor dem letzten Umsteigen in den Zug nach Nürnberg habe ich Freunde getroffen aus Gießen, die sind die gleiche Linie gefahren. Wir wussten es nicht, die sind nur einen Zug später danach gefahren, weil ich wollte da einen kleinen Puffer haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Puffer hätte ich nicht gebraucht, weil die haben es geschafft. Aber lieber einen kleinen Puffer haben, sage ich jetzt mal, als trotzdem Stress zu haben. Aber ich kannte den Bahnhof auch und ich wusste auch, dass es da erst in der Nähe nicht unbedingt so viel gibt. Und von daher, und ich hätte mein Essen, da war ja alles gut, also haben 4er, haben geredet, dies und das, noch ein bisschen ja schlafi gemacht, hier und dort. Und die wären sogar mit dem gleichen zurückgeflogen. Allerdings bin ich halt, wie gesagt, in Berlin geblieben. Andere sind halt, wie erwähnt, noch nach Hause. Vor allem sind manche von Berlin, auch nach Berlin geflogen, von dort aus nach Hause und dann wieder zurück nach Berlin, weil die einen Termin hatten. Das ist auch kacke. Du landest in Berlin, musst am Donnerstag runterfahren nach Gießen, also kurz vor Frankfurt, 50 Kilometer nördlich von Frankfurt, hast dann Freitag Termin und fährst dann wieder hoch zum Auswärtsspiel. Boah, das ist Abfuck. Das ist Abfuck. Aber das passiert dann alles später. Der Flug war aber super angenehm, die Leute waren super nett da
Und ja, wir konnten leider nicht so richtig zusammen sitzen, man kennt das ja. Aber ich hatte einen Fensterplatz, habe ich mir extra gebucht. Die Landung war in Ordnung, wir hatten ein bisschen Verspätung. Und haben es immer gelandet und mussten auf die Polizei warten. Kein Scherz, wir durften vorher nicht aufstehen oder aussteigen. Wie dumm kann man sein? Kein Scheiß. Da hat jemand drinnen gerauft. Nicht auf der Toilette, ne? Das ist ja kein Scheiß. Nicht auf der Toilette, sondern da im Gang. Sondern, also nicht eine richtige Zigarette, sondern mit so einer E-Zigge, ne? So unterm Shirt. Und dazu unten den Rauch eingeatmet. Fun Fact. Und ich verarsch euch nicht. Der saß in der ersten Reihe. In der ersten Reihe! Wie dumm kann man denn bitte sein, in der ersten Reihe zu rauchen, wo man den besten Blick hat, wenn die Leute da irgendwas zubereiten, dich das theoretisch angucken können. Im Gang noch rechts, dann mit dem besten Blick hast. Willst du mich verarschen? Und der hatte schon ein bisschen Verspätung, dadurch musste er noch ein bisschen länger warten, weil dies und das ist. Und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass er, glaube ich, eine knappe halbe Stunde schon Verspätung hatte, dass er nicht mehr zurückfliegen konnte, weil wir ja wissen, Flugverbot Deutschland. Und dann kann es sein, weil es kostet ja auch extra, dass die Airline dann sagt, guck mal, das ist seine Schuld etc. Und dass er dann vielleicht eine Strafe bezahlen muss oder die Kosten. Kann ich mir vorstellen. Wenn die Airline assi ist, macht die das auch. Ja, da war sie da, wir durften das Ding verlassen, mussten noch, und er musste natürlich noch warten, durfte nicht raus, der Rest durfte raus. Im Endeffekt, wie erwähnt, der hat eine Verspätung und würde mich mal gern wissen, was da wirklich herausgekommen ist. Also habe ich jetzt dort 2 Tage verbracht. Ich bin am Montag hingeflogen und dementsprechend war klar, Dienstag, Mittwoch, dann ist das Spiel hin. Dann bin ich zu meinem Hotel gelaufen, erstmal an meinem Flughafen und dann sollst du ein Ticket buchen. Erstmal Ticketing ist total geil da. Also wirklich. Aber das eine ging nicht da, die Zentrale, also sind wir einfach eingestiegen. Aber vor Ort, da kannst du auch machen. Also im Zug hältst du eine Karte, keine Kreditkarte dran, wird automatisch abgebucht. Kostet 1 Euro die eine Stunde und ich glaube ein 24-Stunden-Ticket, also 24 Stunden, kein Tagesticket für den Tag, sondern wenn du um 16 Uhr stichst, geht das bis zum nächsten Tag um 15:59 Uhr. Also wirklich 24 Stunden. Kostet 6,50 oder so, auch mega geil. Und dran gehalten. Okay. Dann muss ich erstmal sagen, war meine Kreditkarte erstmal zum zweiten Mal gesperrt. Wegen Euro, ich habe einen Euro gezogen. Ey, vorher haben die schon das gesperrt gehabt, weil die aus Estland mein Hotel abgebucht haben. Habe ich gemacht, weil ich habe da direkt abgebucht. Habe gesagt, ey Leute, ich bin an der Zeit, bin ich in Estland. Es kann sein, dass ich meine Karte benutze. Habt das bitte im Blick. Habt das bitte im Blick. Deswegen ist mein Hotel gebucht worden. Weil die machen das zur Sicherheit, haben die es gesperrt. Sagen, ja. Dann mache ich eine 1-Euro-Buchung und die sperren die wieder. Meine zweite Buchung an der Karte konnte ich nicht machen. Kein Scherz. Ich wollte mich verarschen. Ey, für was meint ihr, ich habe einfach so als Juxten Hotel gebucht und habe euch dann darauf hingewiesen, dass ich in dem Zeitraum da bin. Und wegen 1 Euro sperren die mir das dann, weil ich 1 Euro eine Stunde gebucht habe. Holy shit. Und dann konnte ich mal erreichen. Irgendwann haben sie gesagt, ja, wir tun das jetzt Dingsbumsen. Ja, schön, Dankeschön. Zum Glück habe ich genügend Bargeld mitgehabt, dann hat das gepasst. Auf jeden Fall Ankunft da gewesen. Ja, die Gießener sind woanders gefahren. Ich bin früher ausgestiegen, haben den Abend dann, ein bisschen spät abends angekommen, noch da irgendwo verbracht, was essen gegangen. Ich bin Richtung mein Hotel gefahren und habe da, ja, einen Deutschen getroffen mit einem Real Madrid-Trikot. Mega cooler Typ. Wirklich mega cooler Typ. Sind gut ins Gespräch gekommen und haben ein bisschen geredet, dies und das. Er hat auch gesagt, dass er großer Madrid-Fan ist. Der fährt auch regelmäßig. Wohnt auch sogar in der Nähe von Frankfurt. Noch geiler. Mega geil. Hat dementsprechend natürlich auch Sympathien für Frankfurt. Und dann war das, ja, haben wir jetzt wirklich die Zeit miteinander da fair. Pracht, es war halt abends, einfach gequasselt über Fußball, seine Erlebnisse, meine Erlebnisse, wie Sevilla war, etc. Die ganze Story noch mal erzählt mit Olli, dass er mir die Karte geschenkt hat, den wir übrigens dann noch treffen werden. Es war schon geil und der war begeistert um dies und das. Und dann war das so,
dass wir irgendwann gesagt haben, ja, komm, schlafen, etc. Wollen ja morgen noch Tallinn entdecken und rumlaufen, dies und das, und mal gucken, ob da so typische estländische Spezialitäten gibt, die man da aber sehr, sehr schwer gefunden hat, muss man sagen. Viele geben halt an, ja, hier, blablabla, das ist ein Touristengebiet und deswegen gibt es so schnelles Essen, Touristenessen, dies und das, wo du auch sehr überteuer zahlen musst. Holy moly, du bezahlst dich da wirklich dumm und dämlich, muss ich sagen. Aber Fakt ist, dass wir dann sehr, sehr viele Kilometer gelaufen sind. Ich will nicht wissen, wirklich. Ich will wirklich nicht wissen, wie viel Kilometer wir wieder gelaufen sind. Ich bin ja in Sevilla schon zu viel gelaufen. Aber da, wir sind hin und her gelaufen. Das war nicht mehr normal. Und in Helsinki sind wir immer an einem Ort an den gleichen Ort vorbeigelaufen. Dazu komme ich auch noch gleich. Aber Tallinn kann man an einem Tag wirklich, wirklich gut entdecken. Wir haben viele, viele Sachen gesehen. Und es war wirklich so, dass man viele schöne Orte gesehen hat. Und für mich war mit das schönste Ding eigentlich das Ding am Strand. Weil bei mir ist lange her gewesen, dass ich am Strand war. Und da waren wir am Strand, Sonnenuntergang. Wir haben die ganzen Möwen, die, wo du aufpassen musst, wenn du irgendwas gegessen hast, dass sie nicht weg sind. Übrigens waren da andere deutsche Urlauber mit 10 Leuten, haben nichts mit Fußball zu tun gehabt. Und das war schon ein besonderes Feeling da. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war ja lange her, so am Strand gewesen sein. Und das hat dann so ein bisschen Kindheitserinnerungen wahrgenommen. Und ich war wirklich, wirklich glücklich in dem Moment, kann man kann es ja beschreiben. Es war einfach nur happy und froh, einfach gerade da zu sein. Auf jeden Fall, Manu und ich sind dann auch da in der Nähe an eine Bar gegangen, waren vorher noch da, schon am Hafen, um zu gucken, hier, wie sieht's denn aus, wo müssen wir morgen hin, wollten eh da in die Nähe einfach mal gucken. Dann gab es in der Nähe einen Minigolfplatz, Minigolf-Indoor-Ding, aber normale Plätze, nicht irgendwie mit Special Dings, sondern einfach normale 18 Loch und so weiter. Hat er gewonnen, aber ich habe bei 5 Löchern beim Hole in One, also war kein Hole in One, aber beim ersten Schlag so dicht vorbei und dann brauchst du 4-5 Schläge, sonst wäre es echt arschknapp geworden. Hatten aber viel, viel Spaß. Das kommt dann übrigens in den Vlogs. Ja, und dann, wie gesagt, da abends noch was schön was trinken und so weiter. Haben auch viel, viel privat geredet und dementsprechend auch besser kennengelernt, definitiv. Und den habe ich auch schon mal nochmal zwischendurch getroffen, also sehr schön. Das war sogar jetzt vor kurzem in diesem Jahr. Ansonsten schreibt man sich immer mal wieder. Und aber wie schnell der Mond sich bewegt, holy shit, auch davon werde ich mal ein Video noch posten, auch beim Vlog. Ich glaube, wenn du mal nach links geguckt hast, dann kurz mit ihm geredet und 5 Minuten später nach links geguckt hast, war der Mond komplett schon verschoben. Also hat sich innerhalb von der Skyline, die sie hatten, wirklich so hart verschoben. Aber wie gesagt, Tallinn kann ich jedem empfehlen. Genießt es. Ein Tag reicht an sich. Und dann mit der Fähre rüber nach Helsinki. Übrigens, bei mir in der Nähe vom Kapsel-Hotel war das Stadion vom Flora Tallinn. Genau die Mannschaft, die bei uns damals gespielt hat. War mega. Und dann sind wir halt abends, spät abends zurück, haben wir gedacht, oh Scheiße, Alter. Wir müssen eigentlich früh aufstehen. Könnte knapp werden dann. Wenig Schlaf. Scheiß drauf. Boom, let's go. Ja, war ja mein Kapsel-Nachbar sogar. Habe ich das erzählt? Weiß nicht. Wisst ihr es jetzt? Auch oben. Ja, nächsten Morgen. Geduscht. Ding genommen. Und dann zum Hafen gefahren. War alles gut. Soweit. Aber Technik, gab es da kurz Probleme. Technikprobleme. Dann ging's. Und sind wir dann gefahren. Er hat dann mal auf der Fähre ein bisschen gepennt. Ich bin, ja, er hat natürlich viele Fotos gemacht, etc. Haben uns hingesetzt, er hat gepennt. Ich war noch so ein bisschen am Handy, habe genügend Powerbanks gehabt, die ich mal zwischendurch aufgeladen habe. Und dementsprechend, ja, dauert nach 1,5 Stunden, irgendwann wach geworden. Und sind wir dann Helsinki unten warme an der Anlegestelle. Ganz wichtiger Fakt noch. Fahren so hoch,
Also fahren, laufen, machen noch ziemlich viele Fotos und gucken nach vorne und denken so, ach du Scheiße. Es geht so hoch, ich weiß euch. Wir haben sie hat Koffer dabei. Und ich mein Rucksack und meine Taschen. Und ich so, nein, Alter, oh, dann gehst du da hoch und hoch und hoch. Holy shit. Das ist beinahe mir schon wehgetan. Ja, und dann erstmal zum Hotel. Er war dann komplett Sachen abgelegt. Also er hat ein Hotel gehabt, ich noch nicht. Und habe dementsprechend mein Zeug natürlich auch bei ihm abgelegt, durfte ich auch. Das war halt nach dem Spiel, hole ich mein Zeug ab und gehe dann. War mega. Und da waren wir dann etwa kurz entspannt, machen den Fernseher da an und der ist sofort auf Deutsch gestellt. Der wusste wahrscheinlich, dass wir aus Deutschland sind und haben das automatisch auf Deutsch gestellt. Mega geil, feier ich ja. Und ja, er hat so kurz seine Mutti angerufen. Er hat sehr engen Kontakt zu seiner Mutti. Er telefoniert eigentlich täglich, ist sehr, sehr schön. Ich habe mit meiner Mutter auch engen Kontakt. Okay, wir haben jetzt keinen täglichen Kontakt. Aber ich finde es schön. Also, wenn ich jetzt meine Mutter anrufen würde, ich würde sofort rangehen, du wärst für mich da. Ich sage, Mutti, ich brauche dich, wärst du da. Und das ist das auch, was wichtig in der Familie ist. Fakt ist aber, dass wir dann auch Helsinki ein bisschen entdecken wollen. Erstmal war lustig, dass wir da an dem Bahnhof, wo wir waren, war dahinter, war die Bühne, wo die Eintracht ihre Feier hatten davor, sage ich jetzt mal. So, ja, so eine Pre-Party, sag ich jetzt mal, vorm Spiel, man kennt das ja. Und dann geht man gemeinsam zum Spiel, also. Lustigerweise auf der Bühne, wisst ihr, wer an dem Tag davor gespielt hat? Baby, 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 genau. Mr. Justin Bieber war da. Und auf der Bühne stand sogar dann die Eintracht-Leute. Geil. Aber dann haben wir bis jetzt entdeckt, haben so zwei, drei Sehenswürdigkeiten uns angeschaut, gerade die eine, haben auch viel gechillt, auf den Treppen und so weiter, haben dann aber gesagt, ja, wir gehen jetzt ins Hotel, wir waren fertig. Also Körper, also von den Füßen her, ne? Und dann sind wir halt irgendwann gemütlich Richtung Stadion gelaufen, haben hier das eine noch andere mitgenommen und dann vor Ort haben wir dann Olli getroffen. Vorher aber noch hin und her gelaufen, habe versucht, meine Karten loszubekommen, beziehungsweise habe ich schon mal ein paar Leute ausgesucht, vielleicht eine Karte suchen, aber wollte keiner erstmal, also hat einfach keiner gesucht mit Schild etc. Hab mir auch schon welche dann vielleicht gedacht, okay, wenn ich eins sehe, dann warte ich, bis Olli da ist und dann verschenken wir vielleicht die Karte. Also was heißt vielleicht? Die Karte schenken wir auf jeden Fall nur an welche Person. Deswegen. Und dementsprechend dauert es. Auf jeden Fall sind wir an den Parkplatz gefahren. Sind auf jeden Fall einmal die Gießen da gekommen. Oder Gießen, da sage ich schon, jupp, die Frankfurter gekommen. Mit, ja, Lebe geht weiter. Ne, Steppi und so weiter. Er hat gedacht, ich hatte auch weißes Trikot an. Das Finaltrikot von 2018. Und dann guckt er meinen Schal an. Dann mal Glück gehabt. Weil dann kriegt er das Eintracht Frankfurt. Hat auch gedacht, ich bin Real Madrid-Fan. Ich so, nein. Steppi war cooler Typ. Hat so eine Eigenart an sich, aber cooler Typ. Ich wollte jetzt nicht nach Fotos fragen, weil da waren alle Leute drum und waren natürlich mit gewissen Bodyguards und so weiter. Also in Anführungsstrichen Security, sage ich jetzt mal, keine Bodyguard Security. Und ich wollte nicht irgendwie stören. Ärgert mich im Nachhinein, dass ich doch kein Foto mit Steppy gemacht habe. Aber ist halt so. Ich denke mir immer, die wollen auch einfach nur in Ruhe haben. Die hat es noch ein bisschen eilig gefühlt. Von daher habe ich es einfach gelassen. Er hätte mich nur mit Nein gesagt, aber ich weiß ja manchmal, wie es ist. Auf jeden Fall kam auch irgendwann Olli. Er ist dann schon, also Manu schon ein bisschen zum Stadion. Die haben natürlich einfach noch geredet, dies und das, haben Fotos gemacht. Manu ist dann rund um die Ecke, einmal ums Stadion rum, weil wir waren auf der Frankfurter Seite. Er ist dann rüber. Und da habe ich noch mit Olli ein bisschen Zeit verbracht, ein bisschen geredet. Auch da haben wir nochmal viel privat geredet. Das war das erste Moment mal, wo Olli und ich privat reden konnten, sag ich mal, so richtig privat. Weil, wie gesagt, Sevilla hatte mir die Karte gegeben, haben kurz ein paar Sätze gewechselt und dann waren wir getrennt, weil verschiedene Eingänge. Und da war es schön, sag ich mal, mehrere Geschichten aus seinem Leben zu erfahren. Ich finde es immer schön, gerade weil ich Olli für vieles dankbar bin und ich weiß, dass Olli auch ein herzensguter Mensch ist, definitiv.
Und deswegen bin ich auch froh, ihn kennengelernt zu haben. Auf eine sehr besondere Art und Weise. Und mit ihm möchte ich auf jeden Fall immer Kontakt haben, weil ich weiß, und das ist so wichtig bei Freundschaften, wenn ich Scheiße bauen würde, wäre er hinter mir. Und wenn ich ihn brauchen würde, wäre er auch bei mir. Und wäre für mich verfügbar und würde zu mir stehen. Und das ist immer wichtig in Freundschaften. Andersrum wäre es natürlich komplett genauso. Viel geredet, dann kam das Spiel. Stimmung war gut. Dafür, dass keine Ultras da waren, war die Stimmung richtig gut. Unser Spiel war gut. Wir haben gut dagegen gehalten. Natürlich ist Real Madrid nochmal eine hohe Hausnummer. Haben, glaube ich, zwei Fehler gemacht. Die halt, gerade der eine wurde ausgenutzt, wo wir am langen Pfosten nicht waren. Davor aber hätte es ganz klar rot geben müssen, wo, ich weiß nicht, wer war es denn? Was Lenz der einwerfen wollte oder so. Und wo der Madrid-Spieler hinten in die Hacke tritt, während des Einwurfes, klare Tätigkeit, also Unsportlichkeit, rote Karte muss das geben, kein VAR, keine Ahnung. Wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht, vielleicht gewinnen wir den Supercup. Du weißt aber dann, vielleicht geht die ganze Saison auch anders aus. Vielleicht würden wir zum Abstieg spielen, wären das Vierter in der Champions League rausgeflogen, weiß man das. Vielleicht in dem Fall besser, klar hätte ich den Supercup sehr, sehr gerne mitgenommen. Aber die Leistung, die gezeigt haben, einfach nur fetten, fetten Respekt an das Team. Und da bin ich einfach nur glücklich, wie die es gezeigt haben. Und da konnte man sehen, okay, wir haben jetzt gegen eine Champions League Mannschaft gespielt, auch, und konnten doch sehr, sehr, sehr gut mithalten. Und es war schon ein bombastisches Spiel. Ich war stolz, sag ich mal, sehr, sehr stolz. Ich war gar nicht so enttäuscht. Klar hätte ich den Ding gerne mitgenommen. Und du dachtest, ja, es ist wirklich was möglich. Finale, Supercup, vielleicht nimmst Real Madrid auch nicht so ernst. Keine Ahnung, dann hast du so gut gespielt und hast sogar phasenweise die Möglichkeiten gehabt, in Führung zu gehen. Kassierst eins, hast hier Chancen noch zum Ausgleich. Und ja, es ist halt enorm bitter gewesen. Also es hätte auch gut anders ausgehen können. Und dementsprechend war ich dann einfach trotzdem sehr, sehr glücklich. Ja, mit Manu dann wieder nach dem Spiel getroffen, natürlich fair gratuliert, ist ja klar. Und dementsprechend, ja, sind wir zurückgefahren. Ich habe mir mein Zeug abgeholt. Mein Essen habe ich nicht vergessen, davor hatte ich die Panik. Ich habe ja ins Kühlschrank gestellt, weil ja ein bisschen auch gekühlte Sachen wie Wurst und so weiter. Dachte, hoffentlich vergesse ich das nicht, hoffentlich vergesse ich das nicht. Aber nein, habe ich nicht. Cool war's. Und dementsprechend, ja, habe ich die Nacht da am Bahnhof verbracht. Hab nicht eingesehen, irgendwie kann sein, 300 Euro die Nacht auszugeben in Helsinki. Nö. Mit der ersten Fähre gefahren, bin wieder dahin gegangen, wo wir angelegt haben, weil ich dachte, ja, stand zumindest da. Ne, hat sich geändert. Und ich musste, bin relativ lange da unten geblieben, im Bahnhof geblieben, weil ich dachte, ja, wenn ich da zu früh bin und es ist windig da unten, weil ich wollte so unten bleiben, ist aber so scheiße windig, habe ich gesagt, nee. Und der Bahnhof war übrigens gesperrt. Ich habe vor der Haustür gepennt und die haben erst gegen 5 oder 6 Uhr aufgemacht und dann bin ich erst rein. Und um 8.10 Uhr ist, glaube ich, der erste abgelegt. Irgendwie sowas war das. Oder 6 Uhr, 4 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, da war ich da unten. Guck so, nö, du musst einmal auf die andere Seite. Also einmal so rum. Ich hätte rüber schwimmen können. Ja, ne, muss einmal rum. Ich habe genau noch, ja, 40 Minuten Zeit. Laufweg 43 Minuten. Geil! Was habe ich gemacht? Bin gejoggt, Alter. Holy moly. War das kacke. Oder habe ich sogar 45 Minuten Fußweg gehabt? Irgendwie sowas. Ich bin gejoggt. Ich weiß nicht. Und vor allem, wenn du dann einen Rucksack auf hast und noch so eine Tasche, wie willst du es machen? Weil du machst immer, dadurch bewegt sich die Tasche. Ich habe dann irgendwann nach vorne genommen, habe die so mir an mich gedrückt und bin so gehalten, dass nicht so bum, 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 bum macht und bum, 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 bum. Ich habe die 5 Minuten irgendwie mit Joggen rausgeholt. Dadurch, dass ich schon einen sehr schnellen Gang habe. Ich weiß nicht, wie Google das misst, ob das Durchschnittsgeschwindigkeit nimmt oder meinen generellen Gang. Und dadurch, dass ich einen schnellen Gang habe, ist schon kacke. Bin gejoggt, irgendwie habe ich es rausgeholt. Und das Lustige war ja, ich habe gerade, ich habe mein Ticket schon während des Laufen auf dem Gang dahin, habe ich schon kurz vorher schon alles rausgeholt, schnell, blablabla, damit ich nur noch pschpsch machen muss, weil ich wusste, es wird arschknapp. Und da habe ich gestochen
Und gerade als ich gestochen habe, ja, Booking durch. Also es war wirklich, es war wirklich in dem Moment, es waren 5 Sekunden. Holy shit, Alter. Gerade zu bekommen. Aber das Schlimme war ja, das war 15 oder 20 Minuten vor eigentlichen Ablegen. Wir sind viel früher abgelegt. Das war auch so ein Ding. Naja, fand ich gut. Dann bin ich in Tallinn angekommen. Konnte aber kein Zug fahren Richtung Flughafen, denn ihr wisst ja, meine Kreditkarte funktioniert ja nicht. Weil die ja noch gesperrt war. Nice. Genau da ist es mir jetzt aufgefallen. Genau da ist es mir jetzt aufgefallen. Das war es nämlich. Nicht so geil. Beide Kreditkarten funktionieren nicht. Stark. Nice. Dann war ich abgefuckt. Da bin ich aber trotzdem gefahren. Ist mir egal. Hätte ich erklärt, hier, ich habe es so gemacht und keine Ahnung. Geil. Ach, oh, Gewalt. Ob man sich mal vorstellen, Mann, du Meter, Alter. Naja, war dann da vor Ort. Dann musst du warten. Hab die anderen Leute wieder getroffen, war schön. Und dann war der Flug nach Berlin. Berlin, Berlin. Wir fliegen nach Berlin. Entschuldigung. Und dementsprechend, ja, ich hatte jetzt ein bisschen zu viel Trinken noch dabei. Ich musste, da habe ich doch viel geäxt, aber irgendwann habe ich gesagt, nee, dann wird die ja schlecht, wenn du dann zu viel trinkst, ist Kacke. Und dann drin. Die Leute in Tallinn wirklich super lieb, super verständnisvoll. Und dementsprechend nehme ich das gerne an und kann das auch nur empfehlen. Und, ach so, genau, weil gerade eingefallen ist, Kontrolle war ohne Probleme. Aber ich musste auf dem Hinflug, musste ja alles Metallding ab ausnehmen. Und ich habe gecheckt, okay, ich habe nichts mehr drin. Auf einmal piept das an mir, ist so, oh oh. Aber, dann habe ich vergessen, irgendwie habe ich den Schlüssel nicht gespürt. Und da habe ich ihn mir gezeigt und dann, der war total begeistert, weil, obwohl er aus Nürnberg, ja, guck mal, er hat einen Pokal schon dabei. Ich habe mir als Schlüsselanhänger den Europa League Pokal ein bisschen, nicht in der Größe, sondern ein bisschen kleiner. War davon begeistert, hat gesagt, okay, nee, komm durch. Hat nochmal bei mir gecheckt. War dann alles in Ordnung. Aber, nee, in Tallinn war es in Tallinn dann? Ja, in Tallinn. Da haben die mein eines Ding gecheckt. Genau, doch, das war. Haben die mein eines Ding gecheckt. Ich warte und warte und warte. Und auf der einen Seite war mein Gürtel. Meine Hose ist gerutscht. Und mein Rucksack war, glaube ich, auch drüben. Also, ich hatte zwei Kisten, weil ich sollte zwei Kisten machen. Also hatte ich hier mein Zeug mit Kleinkram und drüben mit Großkram. Also was mein Rucksack, mein Gürtel. Ja, hallo? Ich konnte also nicht einsortieren, da war Stau. Vor mir waren Leute, ich habe das drüber getragen. Ich so, hallo, da drüben. Ne? Die haben ja hinter sich, dass die Kisten vergessen, weil manche Sachen werden ja aussortiert, wenn da irgendwas Verdächtiges drin ist, so Metall oder so. Und keine Ahnung, gucken die nochmal, kein Plan, was da ist. Ja. Und da war irgendwie. Kamera nicht, da haben die ja eine Sache, wo dann auf einmal sofort schon weggeräumt. Ja, ich habe da ist mein Pass noch drin, hallo. Ja. Und dementsprechend habe ich dann wiederbekommen, war alles gut. Geflogen, haben wir da nochmal ein bisschen gewartet. Und dann sind wir, wie gesagt, geflogen. In Berlin gelandet, alles cool, haben sich die Wege getrennt. Und der BER, ich schwör's dir, der ist so neu und selten. Habe ich so einen neuen Flughafen gesehen, der schon so kaputt ist. Waschbecken haben nicht funktioniert, das Wasser ist einmal oben gespritzt. Willst du mich verarschen, Alter? Wie kann ein Flughafen, der so neu ist, so kaputt sein, haben diverse Sachen nicht funktioniert? Holy shit. Ja, okay, das ist schon 10 Jahre alt, weil schon seit 10 Jahren gebaut wurde und keine Ahnung was. Ich verstehe es nicht. Alter, haben die da Scheiße gebaut mit dem BER? Ach, egal. Auf jeden Fall bin ich dann zu meinem Hotel gefahren. Super geiles Hotel. Und was da passierte, als ich angekommen bin, ich sag euch, das nächste Video beginnt super, super lustig. Es ist super süß, die Verpeiltheit, aber auch super, super lustig. Also, schaut gerne im nächsten Video rein. Ich sage Arrivederci. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, ne? Bis dahin und ihr wisst genau. Ciao, ciao.